Also ich hatte ja gesagt, hier, wir haben heute, wir testen heute diese zwei Kuchen. Und ihr dürft entscheiden, welchen wir heute als erstes machen. Also erstmal Wassermelone und oder Maracuja. Ich bin mal gespannt, wie das überhaupt geht mit dem Belag und so. Bei mir sieht das wahrscheinlich kalten Hund. Nee, Bunny. Viel zu süß. Also nicht heute zumindest. Ja, genau, Mann. Ich muss mal gucken. Aber ich kann es leider nicht. Wassermelone. Okay, ich habe auch eher an Wassermelone heute gedacht. Aber Maracuja bestimmt auch sehr lecker schmeckt. Aber das würden wir dann nächste Woche machen. Also ich kann ja nicht zwei Kuchen machen. Aber es sieht auf jeden Fall komisch aus, oder? Also, ich habe schon mal so einen Kuchen gehabt. Der nennt sich so Meerjungfrauenkuchen. Der sah auch komisch aus, weil der so türkisblau war und so, aber der war richtig lecker. Also deswegen, also die Backmischen sind gar nicht so schlecht. Man denkt immer, die sind scheiße, aber die sind gut. Ich bereite schon mal den Restgruß vor, bevor ich mich gleich wieder hinschille und ja, nichts mache, wie immer. So, ich möchte die Paprika aber diesmal füllen. Das heißt, wir sollten sie dann so schneiden, dass die... Ich weiß noch nicht, ob ich das mit dem Messer hinkriege. Wir füllen die mit einer, keine Ahnung was, Mischung aus. Ob das mit der Mischung dann... Nein. Na, du alter Geier, was machst du hier? Hä? Tudi? Ich pack das da gleich rein, die Füllung. Ich weiß auch nicht, wie ich die mache. Und spontan entschieden. Aber dass es so klappt, ohne großartig Kerne drin zu lassen. Meine Mutter hat das früher immer gemacht. Und dann hat sie den Strang rausgezogen. Klappt nicht immer in 100% der Fälle, aber oft. Wir können das ja auswaschen. Wo ja keine Kerne drin haben. Ja, keine Kerne mehr drin. Doch, klappt. Und dann kann man die nämlich auch gut befüllen. Ne, tut ihr das? Interessiert dich gar nicht. Hauptsache, ich lasse mal was rüberwachsen, ne? Also die Knochen dauern eh ein bisschen, also easy. Zeit lassen. Und diese weißen Ränder mag ich auch nicht ganz so, deswegen reiße ich die ab. Wenn man Paprika irgendwie so anfasst, dann denkt man immer, das ist Plastik. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ne? Obwohl es ja kein Plastik ist, aber. Und Knatschen her. Das Bacon ist für die Kartoffeln. Wir haben auch noch ultra viel Käse. Wo ist denn der Käse? Bunny, der Käse! Vielleicht machen wir auch mal was ganz crazy. Wir haben ja noch... Wo ist mein Käse? Hä? Jetzt bescheuert? Ich hab keinen Käse mehr. Doch, ich hab den rausgenommen schon. Dann machen wir mal was ganz. Ich dachte, ich werde gaga jetzt. Vielleicht machen wir das mal mit ganz crazy mit Gurken, ey. Warum nicht eigentlich? Diese Zwiebeln noch rein. Na ja, gut, ich glaube, da lasse ich diese mal weg. Jetzt nicht so viel Gurken, aber vielleicht ein paar. Vielleicht schmeckt das. Mal gucken. Vielleicht schmeckt das gar nicht so schlecht. Melonen, du. Ach doch, Bunny, ist Käse. Käse ist da. En masse, en masse. Knut, wen interessiert das? Ein Snake. Ja, also wir füllen Feta.
Den Cheddar mache ich mit dem Bacon und den Kartoffeln. Käse haben wir, wie gesagt, noch eine ganze Packung. Ich weiß noch nicht, was ich da reinmache. Also ich würde sagen, ich lasse mal drin. Dann packen wir ein paar Gurken rein, ein paar Zwiebeln. Ich habe keine Ahnung, ob das schmeckt, aber wir probieren mal eine Paprika so aus, die dann schmeckt. Okay. Vielleicht gibt das eine besondere Note. Ich muss die Gurken irgendwann mal loswerden. Also es geht nicht, ey. Nicht so mit der Geschicklichkeit heute, wa? So. Guten Stuhl, ey. Wen interessiert deine Scheißgeschichten? Also ehrlich. Leute, haben wir neben hier. Ach, da ist mein Küchenmesser. Ich seh's. Alter, wie so ein blindes Zumal. Ich hab schon eine Brille auf. Komm ich daran vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie diese Zwiebeln sind. Das sind Knoblauchzwiebeln. Ich habe damit noch nie was gemacht mit diesen Zwiebeln. Keine Lauchzwiebeln, ein bisschen anders. Das sind auch nicht so streng. Die ist zu klein. Wahrscheinlich kann man die auch ganz gut mit zum Kochen verwenden. Nehme ich mal stark an. Egal, wir wollen ja auch nicht tonnenweise da reinmachen. Ein paar Gewürze jetzt gleich noch. Ähnlich wie Zwiebeln, ey. Auf jeden Fall. Lass mal schmecken, ey. Da bin ich gespannt. Natürlich. Paprika ist immer gut. Oder nett? Ich denke schon. Ja, sind wir da runter in den Nass schon? Habt ihr das schon mal zum Kochen benutzt? Ich weiß nicht. Ey. Klebschig, ey. Kann man kaum schneiden. Konzentration. Vorsicht, jetzt hier wieder einen Finger schneidet hier. Das heißt wieder, so oft ist es noch nicht passiert. Aber könnte ja passieren. Tollpatsch. So. Ich habe keine Ahnung, ey. Weiß nicht, die Füllung ist immer schwierig. Dass man da alles reinmachen kann. Man kann ja alles reinmachen, rein tut. Hä? Ja, man kann auch einfach mal die Hälfte wegschmeißen. Mein Messer ist. Nee, das ist auch nicht das Schärfste, was ich habe, Mann. Auf jeden Fall. Ja, gut, aber ich denke mal, das kann man dann eher am besten für Suppe nehmen oder so. Hm. Also ich würde es jetzt hierfür zumindest nicht benutzen. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich noch einmal. Ich gucke mal nochmal jetzt an Kräutern. Ich will auf jeden Fall ein bisschen Käse noch mit reinmachen, auch wenn da schon Käse drin ist. Packen wir mal ein bisschen Schnittlauch mit rein noch. Und mir ist das ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Nur Käse und
also der Hirtenkäse und die Zwiebel, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wer ich. Ich habe mir letztens ein frisches Basilikum mal gekauft. Ich sag's mal, die fette Scheiße hier, ne? Und hab damit eine schöne Tomatensauce gemacht, Nudeln, Alter, das ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man sagen. Also wirklich. Hätten auch noch mal ein bisschen Gemüse reinmachen können, aber dafür haben wir auch zu wenig Paprika, finde ich jetzt so. Aber nehmen wir mal den Stampfer. Das klappt auch ganz gut. Meine Hände, also, obwohl ich muss mal sowieso meine Lotion holen. Hände waschen. Ich habe gestern ja schon so oft abgewaschen, dass ich natürlich jetzt heute so das sind echt natürlich trockene Hände habe. Ja. Uschi, was ist da los draußen? Ha? Mach Alarm. Ja. So, das ist aber trotzdem irgendwie zu wenig, finde ich. Ich knall jetzt noch ein bisschen Käse mit rein. Käse ist rum. Mach's auch weg, also. Die ganze Zeit war ich dazu gekommen, mal irgendwie Käse zu machen. Irgendwas Toast oder Nudeln oder so. Letzten Tag war ich ein bisschen faul, was das Kochen betraf. Ja, genau. Komm gleich. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob es schmeckt oder nicht.